das ist etwas, was uns zu der Frage auch jetzt geführt hat, ja tatsächlich, was machen Nachrichten mit uns? Wie gehen wir mit Nachrichten um? Was sind Nachrichten überhaupt? Und wem dienen sie eigentlich? Dienen sie uns, weil sie uns Wissen vermitteln, oder dienen sie eher der Manipulation? Darüber möchte ich heute mit meiner Runde hier sprechen, mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr. Ja, also ich konsumiere eigentlich gar nichts mehr, weil ich festgestellt habe, das, was wirklich ist, wichtig ist, erreicht einen. Und dementsprechend bin ich nur ab und an mal zwangsweise unterwegs, um neue Themen zu finden. Also einmal die Woche sehr konzentriert, dass ich also manchmal auch widerwillig mir die Sachen ansehe. Und ansonsten war es früher wirklich so, dass ich alles mitgenommen habe, weil ich dachte, das sei wichtig. Und irgendwann merkst du, dass es ein Leben ohne tägliche Nachrichten gibt, dass es Wiederholungsschleifen gibt und dass nicht jede Nachricht wirklich wert ist, darüber überhaupt zu sprechen. Und bei mir fängt es schon damit an, dass ein Mensch einfach nicht neutral sein kann. Und ich glaube, hinter Nachrichten steht einfach ein Mensch. Und ich glaube, dass es quasi unmöglich ist, nicht irgendeine Form der persönlichen Färbung in den Nachrichten reinzubringen. Und deswegen, ich habe am Anfang gesagt, Journalistin, da sage ich noch was zu. Bei mir ist es jetzt auch vielleicht ein spezieller Fall, weil ich erst Aktivistin war und jetzt in der Redaktion bin. Aber ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten damit, mich als Journalistin zu bezeichnen. Aktivistin in der Corona-Zeit. Ich war Aktivistin in der Corona-Zeit, genau, und habe da auf die Straßen mobilisiert. Und ich gehe mittlerweile so weit, dass ich denke, vielleicht ist es gerne, okay, weiß ich nicht, ob das zu weit geht, aber vielleicht sollten wir alle überdenken, ob wir wirklich neutral berichten können, weil wir bis zu einem gewissen Teil eine Haltung haben und dann vielleicht auch tendenziös sind. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, sehr neutral zu bleiben. Deswegen habe ich Schwierigkeiten damit, mich als Journalistin zu bezeichnen, sondern würde eher sagen, Kommentatorin. Das ist doch spannend. Nachrichten sind ja, werden gemacht, damit man sich danach richtet. Also die, die die Nachrichten herausgeben, wollen, dass wir in eine bestimmte Richtung denken, fühlen auch. Also viele Nachrichten sprechen ja eigentlich eher die Gefühle an als den Verstand. Und ich konsumiere diese, oder ich will den Überblick, damit ich weiß, welche Sau durch das globale Dorf getrieben wird, gerade im Moment, um darauf ansprechend reagieren zu können. Da sind ja einige unterwegs. Ich glaube, das ist einfach allzu menschlich. Ich glaube, Das wird man aus der Menschheit auch nie herausbekommen. Also von 1001 Nacht bis, also Bibel, wenn man die Literaturgeschichte anschaut, wir sind nun mal, unsere Kultur besteht aus Geschichten und besteht aus Narrativen. Und ich finde das nicht schlimm, dass wir so sind. Die Frage ist nur, welchen Geschichten folgen wir? Und da möchte ich das nochmal hervorheben, was du vorhin gesagt hast. Ich finde auch, wir sollten anfangen, konstruktive Geschichten zu erzählen und uns gegenseitig Mut zu machen und diese Geschichten auch einzuflechten in unseren Kanon, in unsere Kulturgeschichte. Und dann landen wir hoffentlich bei einer besseren Welt.